Mission Nummer 4. Wo zum Geier sind wir? Sind in einem Container. Olli. Das ist doch offensichtlich. Und wir überleben einen Sturz. Also wenn du gerade den Text durchgelesen hättest, dann wüsstest du, dass der uns jetzt mitten auf die Straße abgesetzt hat. Hallo. Das nenne ich mal einen ziemlich lustigen Einstieg. Und ja, jetzt geht's los. Sofort den Bohrer setzen. Go, go. Ja, ich setze schon alle Bohrer. Damit ich die nicht upgraden muss gleich bei euch. Jetzt alle Bohrer, Olli. Wir haben effektiv null Deckung. Ja, Deckung wird allgemein überschätzt. Bitte, jetzt kommen irgendwie von allen Seiten Sniper. Okay, Männer, wir haben jeweils 3 Wagen, alle knapp 2 Minuten. Ach, fuck, ey. Das ist doch nix. Das ist ja gar nichts, das machen wir ja am Dienstagmorgen. Ja. Ich hoffe nur, dass nicht in allen 3 so ein fetter Typ ist. Ach was. Das könnte nämlich zum Problem führen. Amen. Naja. Dann hätten wir gleichzeitig 3 Bulldozer. Und wir haben schon den ersten kaputten. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich die Theorie, dass im DLC die Laufzeit der Bohrer nochmal halbiert wurde. Das war schon im Hauptspiel kritisch, sag ich mal. Kritisch, hast du schön gesagt. Also teilweise wirklich war alles sau, was da die Qualität angeht. Dafür, dass wir eigentlich top professionelle Kriminelle sind. Dass wir hier nur mit so recht. Ohne Scheiß, wir arbeiten hier mit. Also, über unsere Waffen kann man sich ja nicht beschweren. Die sind Militärstandard. Aber die verdammten Bohrer und das andere Gerätschaft, die frecken halt immer wieder gerne. Ist halt kein Bosch-Bohrer, ne? Es ist kein Bosch-Bohrer. Das ist bestimmt so China oder Amerika. Billig Scheiße. Ja. Nur in Deutschland wird gute Qualitätsware hergestellt. Ey, das gibt es nicht. Ich bin ja ganz ehrlich nur am Rumlaufen und den Bohrer wieder am Fixen. Ja, dann macht das auch. I can fix it. Ich bin Bob der Baumeister oder was? Nee, ich hab gerade mehr so das Bild von so einem Team Fortress Engineer, der mit seinem Schraubenschlüssel überall rumrennt und einfach draufhaut. Oder dieser Typ aus der Wreck-It Roll, Fix It Felix, oder wie der heißt. Ja. Der mit seinem goldenen Hammer überall rumläuft. Ding, ding. Ah, ich seh nichts, bin getasert, bin am Brennen. Ich hab vor allem gedebufft. Ja, ich bin alles gestunt, gedebufft und überhaupt. Debufft. Ich hab auch ganz was drauf. Hey, Payday als Rollenspiel. Ja. Bei jedem Vorstellung Schuss finde ich irgendwie nicht so cool. Bei jedem Schuss muss ich erstmal. Also, kann einer den Sniper da wegmachen? Ja, wo ist denn der? Oben links da auf dem. Der scheint weg zu sein. Ey, ganz ehrlich, diese Bohrer, ne? Ja, aber die sind ja gleich fertig. Ganz ehrlich, können die Dinger nicht einfach nur 5 Minuten setzen und dann gehen die irgendwie 1-2 mal kaputt, dann steht irgendwie auf 2 Minuten, aber dafür alle 10 Sekunden kaputt gehen? Kann ich nicht einfach meine Handsäge nehmen und das Scheißding aufmachen? Bulldozer, Leute. Ich sehe den Bulldozer, ich kann nichts mehr machen. Schon wieder so ein Scharfschütze. Ja, das Schild erstmal dann. Komm, Scharfschütze, das ist unglaublich. Bulldozer ist weg. Olli, geh mal rein. Los, Obama. Ja. Olli, ich bräuchte nochmal gleich Muni, ne? Jo. Ich weiß halt nicht, wie weit du das gehst bei dir mit aufsehen. Ja, easy. Nö, kannst du nicht nehmen. Also mir reicht ein Block. Okay. Was haben wir, Olli? Gold oder Geld? Money! Ja. Die Geistung sinkt ins Bodenlose. Ja. Oh, hier ist Digga! Ja. Oh Gott, schießt! Warte, ich muss eben nachladen, dann hol ich ihn. Wo ist denn der Dicke noch? Naja, das ist gerade an Seite jetzt. Hat sich gerade eben verabschiedet. Perfekt. Ich hab ihm auch schön das Visier runtergeschossen. Ein vorzüglicher Soldat. Vorzüglich. So, jetzt haben wir ja mal Glück und ich werde geteasert. So, Olli, alles aufsehen, go. Ja, bin dabei. Okay, was haben wir an Seite? Na, diese Scharfschützen. Was? Ja. Ich will diese scheiß Pläne haben. Ja, und scheiß, der einzige Scharfschütze, der richtig cool ist, das war der mal Hector-Mission dabei war. Ja. Das liegt aber auch einfach nur an Hector, weil Hector ist einfach. Hector holt einfach die tiefsten Beute. Hector weiß ja nicht, was Qualität ist. Ja, ja. Der würde auch bestimmt so einen billigen Scheißbohrer uns geben. Der wird dann notfalls mit seinen Händen auf. Der würde das aufbeißen zum. Ja. Wir werden nimmt schon mal einen Sack, genau. Welches Ding habe ich jetzt? Das Ding habe ich auch aufgemacht. Du hast alle, oder? Ne, den hier noch.
Haben wir den Angriff überlebt? Keiner mehr. Hey, ich beschwere mich nicht, wenn keine Leute kommen. Nö, nee, aber es wundert mich gerade. Wir haben eine Geburtsurkunde gefunden. Ja. Okay. Wer stellt sich da gerade in mein Bild? Danke. Ich. Geh da weg. Nein. Ich will sehen, ob hier diese scheiß Dokumente sind. Nein, natürlich. Ja, also wir hätten ja eigentlich schon, also angeblich kann man ja in einem dieser Räume ein geheimes Dokument finden, wo man einen Zusatz hinbringen. Auftrag. Ich hab keine Ahnung, wo wir den hinbringen müssen, aber wir haben bis jetzt leider noch kein Glück gehabt. Da dahin. Los. Kann man das hier durch den Zaun werfen? Warte mal, man kann hier, da wo ich hin langlaufe, kann man rüber. Ja, du kannst das hier durch den Zaun. Geht das schneller? Jo. Okay. Ah, da hinten. Ich hab. Ist gut, ich werf das hier wieder rein. Ja, ich werf da deinen Zaun. Sniper! Okay, da kann man es durchwerfen. Ja, das ist. Geht in den Container rein. Ja. Werf dir das mal rein, ich dann. Ja, alles easy. Ja, das machst du alleine, Obama. Cool. Ja, alles klar. Obamacare. Ja, komm, Nico, das geht mal. Obamacare. Geht weg, ich will euch nicht sehen hier, Obama. Heilige Muttergott! Oh Gott! Was zum Teufel ist denn hier gerade los? Obama! Ich hab dich abgewählt. Ja. Das Parlament ist mit dir nicht mehr zufrieden, Olli. Das Parlament kann mich mal! Nee, das ist cool, man kann das zappen. Soll ich mich der amerikanischen Politik auskennen, Kevin? Bitte dich. Ich weiß, ich weiß ja, wie man das amerikanische Volk stürzt, beziehungsweise abhört, aber mehr weiß ich leider nicht über Amerika. Ach, wir sollten einfach Amerika zu haten. Wir haben Obama. Olli könnte es nur schlimmer machen, wenn er die ganze Bush-Maske tragen würde. Bush war doof. Bush hat Irakkrieg gesagt. Ich hab noch zur Auswahl Bill Clinton und Richard Nixon. Mach doch Richard Nixon. Der war nett, der hat nichts Illegales gemacht. Nein, absolut nicht. War das alles, Olli? Der hat ja auch überhaupt nichts mit Spionage zu tun. Okay. Na. Gehen wir weiter, ich glaube, haben wir das. Und schon wieder mal ein erfolgreicher Tag. Na, was ist Obama? Vielleicht müssen wir ab. Thanks, Obama. Können wir uns wie die Obama Boys umnennen? Wir sind die Obama Boys. Obama Boys. Und wir kriegen relativ wenig Geld. No, ich wollte gerade Clinton-Geist sagen, aber das passt auch nicht so ganz. Clinton-Geist. Oh, naja, man. Wir kriegen irgendwie viel mehr als 100.000. Das ist nicht so krass. Aber es gab für mich ein Level-Up, das muss man auch halt sehen. Jetzt ja, das ist schon mal ein also, Buch auf Obamas Level. Ja. So, was kriegen wir? Was gut ist. Und ein Waffen-Attachment, ein Railed Handgun. Okay, ja. Handguard. Nicht Handgun. Meine ich doch. Alles klar. Dann haben wir jetzt nur noch eins. Eine Mission. Und, ja, und die Secret Mission, die wir nie im Leben kriegen werden. Und die Secret Mission. Ich glaube, wir machen die Mission. Hoffentlich kriegen wir die Secret Mission. Ansonsten werdet ihr dann wieder was sehen, wenn wir die Secret Mission haben. Irgendwann mal. Zukunftsmäßig. Never. Bis dann.